Hallo vom Blauer Door-Stand auf der Bild Air in Hannover. Neben mir ist Steffi Rolfsmeier von der Blauer Door GmbH. In den Pausen ist euer Stand ja recht gut belegt. Was werdet ihr denn am meisten gefragt? Also auf diesem Symposium war die Frage nach der Kalibrierung am interessantesten, am spannendsten für die Kollegen. Mhm. Und was ist so wichtig an der Kalibrierung? Es besteht eine gewisse Unsicherheit, weil es halt immer mehr bekannt wird, dass Kalibrierung wichtig ist. Und die Kollegen möchten gerne wissen, aus welchen Gründen und was dahinter steckt. Und dahinter steckt ja wahrscheinlich eine Norm. Genau, da steckt die Norm die EN13829 und die ISO 9972. Die sagen halt, man soll regelmäßig seine Messgeräte kalibrieren lassen. Und es gibt auch eine Empfehlung von dem Flip, die dann auch im gleichen Ton dann sagen, Kalibrierung ist wichtig. Ja. Was heißt denn regelmäßig? Einmal im Monat, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr? Was bedeutet regelmäßig? Und du hast gesagt, soll. Soll heißt das muss oder wäre schön, wenn? Die Norm sagt, man soll kalibrieren und zwar nach den Empfehlungen des Herstellers oder wenn es in den Ländern Regelungen gibt, die Kalibrierintervalle vorgeben, dann natürlich nach den Kalibrierintervallen, die von den Ländern vorgegeben werden. In Deutschland ist das die Empfehlung vom Fachverband, die sagen, die Druckmessgeräte alle 2 Jahre kalibrieren zu lassen und die Gebläse alle 4 Jahre kalibrieren zu lassen, muss und soll. Letztendlich liegt es in der Verantwortung des Messtechnikers, des Messteams. Ich bin für mein Equipment, für meine Messgeräte verantwortlich. Und wenn nachgefragt wird, ob die Messgeräte regelmäßig kalibriert werden, muss ich das nachweisen. Kalibrieren heißt ja letztendlich, ich gucke, ob die Messgeräte noch in der Genauigkeit liegen, ob sie noch genau messen. Und das sollte man halt sicherstellen. Da ich als Messteam auf der Baustelle auch draußen bin und Gebäude beurteile, vielleicht ob sie gut oder ob sie schlecht sind, da steckt häufig auch sehr viel Geld dahinter. Da sollte ich als Messtechniker auch die Verantwortung haben, dass meine Messtechnik in Ordnung ist. Also letztendlich bin ich selber als Messtechniker dafür verantwortlich, diese Kalibrierung auch durchführen zu lassen oder diese Überprüfung durchführen zu lassen. Und ich hafte ja quasi als Messdienstleister auch dann dafür, was ich abgebe. Richtig. Und wenn da eine Unsicherheit besteht, kann man natürlich von außen an einen Gegengutachter sagen, hey, deine Messgeräte sind nicht regelmäßig kalibriert worden. Bist du dir sicher, dass sie noch die entsprechenden Messwerte ausgeben? Ja. Dann auf jeden Fall vielen Dank und viel Erfolg noch auf der Bild Air. Ja, vielen Dank. Und wenn Sie mehr wissen wollen zu Kalibrierungen und zu Blauer Door GmbH, schauen Sie einfach auf blauerdoor.de. www.blauerdoor.de, ja. Genau, und mehr über Luftdichtung erfahren Sie auch auf luftdicht.info.